Mach ordentlich Druck heute, okay? Es kommt vor allem aufs Timing an. Mit gutem Timing gewinnt man Kämpfe. Weiter, weiter! Jawohl! So macht man das bei uns. Super! Warte auf den richtigen Moment und wenn er da ist, versuch den Kampf zu beenden. Geh voll drauf! Klasse geblockt! Hey, klasse gemacht! Ich bin stolz auf dich! Genau so! So geht das! 30 Sekunden noch! Kombo. Super! Jawohl! Klasse! So will ich das sehen! Super Leistung!
Ich will, dass du Druck machst, ja? Warte auf deine Gelegenheit und dann geh drauf, okay? Richtig so! Also gut, heute geht's ums Timing. Wann du am besten richtig drauf gehst, dann gewinnst du auch. Ja, Mädel, das war ein schöner Treffer. Ja, das wollte ich sehen. Klasse. Kombo war super! Gut gemacht! Gute Kombo, Mädel! Weiter so! 30 Sekunden noch! Solche Treffer austeilst, wird dich niemand aufhalten können. In dieser Übung geht es ums Grappling. Ich will mir mal deine Technik ansehen. Das war bärenstark. So will ich das sehen. Oh Mann, nicht so. Ja, Mädel, das war ein schöner Treffer. Dreißig Sekunden noch. Wow, mega Takedown. Kombo-Mädel, weiter so! Schönes Grappling, gut gemacht! Im Kampf
brauchst du das richtige Timing. Wenn dein Moment gekommen ist, musst du drauf. Ja, genau so. Das hast du echt geil gemacht. So muss das. Noch 30. Wir sehen nun einen Titelkampf der UFC Bantam-Gewichtsdamen. Zuletzt musste sie ihren Titel verteidigen. Oh, das war ein Druck. Das war ganz starker Kick zum Kopf. Schöne Treffer. Wie aus einem Schuss. Los geht es also. Die erste Runde läuft. Sie hat den Vorteil der größeren Reichweite. Mal sehen, ob sie den auch nutzen kann. Ja, ich denke schon. Sie wird ihre Gegnerin mit ihrem Jab schön auf den Platz halten. Immer wieder Treffer aus dem kleinen Kampf. Und wieder ein Angriff, der genau da landet, wo er landen soll. Ist wirklich hinten. Das ist das Ende. Der Kampf ist vorbei. Hier war von Anfang an zu erkennen, wie heiß sie war. Sie wollte den Sieg unbedingt und genau so ist sie auch aufgetreten. Wirklich beeindruckend. Das war absolut richtig, dass der Ringrichter diesen Kampf beendet hat. Es ist einfach zu gefährlich, wenn sich eine der Kämpferinnen nicht richtig verteidigt und die andere ihr einen Treffer nach dem anderen verpasst. Da ist der Treffer. Ja, und das ist der Niederschlag. Bruce Buffer hat jetzt das offizielle Ergebnis für uns. Ladies and gentlemen, Referee Herb Dean called a stop to this contest at 45 seconds of the very first round, declaring the winner by knockout and still the undisputed UFC bantamweight champion of the world. Es bleibt alles beim alten. Nichts hat sich geändert. Sie ist weiterhin die weltbeste Kämpferin in ihrer Gewichtsklasse. Ja, Glückwunsch an den alten und neuen UFC-Champion im Bantamgewicht. Ein toller Kampf.